In diesem Video lernst du, was ist Open Innovation, was macht McDonald's in diesem Bereich und wie erfolgreich ist McDonald's damit. Was wir uns jetzt anschauen werden, ist Open Innovation in der Anwendung bei McDonald's Mein Burger. Sehr nahe dazu verwandt sind die Begriffe Crowdsourcing und Ideenwettbewerbe. Crowdsourcing ist letzten Endes etwas Ähnliches, aber Crowdsourcing kann auch dadurch funktionieren, dass ich es nicht im Ideenmanagement mache, sondern eben auch in einer späteren Phase. Zum Beispiel, wenn ich sage, liebe Bürger Deutschlands, bitte zählt die Bienen und Blumen bei euch im Garten. Dann ist es auch eine Art von Crowdsourcing. Und Ideenwettbewerbe sind eine besondere Art der Open Innovation. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was ist Open Innovation. Das ganz klassische Modell ist die sogenannte Closed Innovation, also letzten Endes die abgeschlossene, nach außen abgeschottete Innovation, bei der insbesondere große Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, die eben, wie man hier so schön sieht, die eingezeichnete Unternehmensgrenze, in der ich eben meine Projekte bearbeite, abarbeite und möglichst wenig Informationen nach draußen gebe und auch nicht so sehr viele Informationen von draußen aufnehme. Das führt automatisch zu einer gewissen Art von Tunnelblick. Das kann dazu führen, dass das, was ich am Ende fertig entwickelt habe und an den Markt bringen will, vielleicht gar nicht so genau den Bedarf des Marktes trifft. Deswegen gibt es seit ca. 10, 15 Jahren die Bewegung hin zu Open Innovation, das neue Modell. Das siehst du hier jetzt dargestellt. Da ist diese Grenze zwischen im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens nicht mehr so eng. Da gibt es einen stärkeren Austausch. Entweder wie unten gezeigt, dass quasi aus meiner internen Forschung eben Ergebnisse auch nach draußen gehen. Zum Beispiel veröffentliche ich meine Forschungsergebnisse. Oder gar bis hin dazu, dass ich sage, ich habe hier etwas intern entwickelt, das aber nicht zu meinem Produktportfolio, zu meinem Unternehmen passt, was ich dann vielleicht mir patentieren lasse und dann als Lizenz letzten Endes nach draußen gebe. So zum Beispiel verdient auch Samsung mit verschiedenen Smartphones, die nicht von Samsung hergestellt worden sind, zum Beispiel auch mit Apple Geld, weil da teilweise Chips oder mindestens mal Patente letzten Endes verwendet werden, die eben entsprechend Samsung nachher entlohnt bekommt. Gleichzeitig kann es aber auch passieren, dass es Einflüsse von außen gibt, ja auch hier unten dargestellt, die eben quasi durch diese durchlässige Grenze mit in meine Innovationsprozesse einfließen und da eben entsprechend das Ergebnis verändern. Das ist genau das, was uns letzten Endes interessiert. Diese Auflösung der festen Grenze, das ist Open Innovation und Ideenwettbewerbe sind ein ganz besonderes Modell der Open Innovation, bei der man eben sehr stark Ideen von draußen reinholt. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Open Innovation bei McDonald's. Bei McDonald's gibt es seit ein paar Jahren den Wettbewerb Mein Burger. In Deutschland gibt es ihn 2020 leider nicht, deswegen schauen wir uns das Beispiel aus Österreich an. Da wird der Wettbewerb nämlich aktuell durchgeführt. In mehreren Phasen. Die erste Phase, die Ideengenerierung, funktioniert so. Jeder, also auch du oder ich, kann von der Webseite seine eigene Kreation einreichen. Das heißt, auf der Webseite oder in der App, es gibt beide Möglichkeiten, gibt es die Möglichkeit quasi mit einem Burger-Konfigurator seinen eigenen Burger zusammenstellen. Welches Brötchen will ich? Will ich einen ganz klassischen Hackfleisch oder vegetarisch mit Hühnchen oder Fisch, je nach Lust und Laune? Welche Toppings möchte ich haben? Also Salat, Tomate, Käse. Wofür dein Herz schlägt? Das stellst du zusammen, gibst ihm einen schönen Namen und reichst das als deine Kreation ein. In der zweiten Phase der Ideenbewertung gibt es die Möglichkeit, Stimmen zu geben. Das heißt, du oder ich können in der Theorie alle Kreationen, in der Praxis wird das ein bisschen schwierig, wenn ich dann nachher die Zahlen zeige, bewerten und unsere Stimmen abgeben. Und die erfolgreichsten davon kommen in die nächste Phase. In der nächsten Phase wird eben eine Jury eingeschaltet. Diese Jury hat zum einen hier diesen Gedanken des Praxistests, nämlich die Sachen werden gekocht und tatsächlich auch probiert und zum anderen auch ehrlich gesagt einen gewissen Sicherheitsfilter. Deswegen wird die Phase der Jury teilweise auch schon früher eingesetzt. Was in der Praxis nämlich manchmal passiert ist, dass etwas alberne oder in manchen Fällen leider auch beleidigende oder rassistische Vorschläge sehr stark hochgewertet werden. Ein schönes Beispiel dafür ist der Schwäbisch-Gmünder Einhorntunnel. Die Stadt Schwäbisch-Gmünd wollte innovativ und modern sein und hat eben auch einen Ideenwettbewerb gestartet, bei dem nachher im Internet gewotet werden konnte für den Namen, den dieser Tunnel kriegen sollte. Beliebtester Name war Bud Spencer. Jetzt wollte die Stadt den Tunnel nicht Bud Spencer Tunnel nennen, sondern letzten Endes Einhorntunnel. Was hat die Stadt gemacht? Bud Spencer war tatsächlich
Und Bud Spencer ist ja nur ein Künstlername. Bud Spencer war tatsächlich ein erfolgreicher Schwimmer, bevor er Schauspieler war, und war sogar mal in Schwäbisch Gmünd zu einem Wettbewerb und hat dort die 100-Meter-Strecke gewonnen. Deswegen war der Kompromiss, dass jetzt das Freibad in Schwäbisch Gmünd Bud Spencer Bad heißt. Ein anderes Beispiel ist ein Schiff der britischen Forschungsorganisation, ähnlicher Ideenwettbewerb, Gewinner war Boaty McBoatface. An der Stelle war keine Jury vorgesehen. Man sieht, warum so eine Jury ganz sinnvoll sein kann. Im Falle McDonald's Österreich ist es ganz einfach. Die Jury entscheidet über die drei kreativsten und geschmacklich vielversprechendsten Einreichungen. Das ist weich genug formuliert, dass man eben entsprechende Varianten auch aussortieren kann. Und anschließend gibt es noch in der vierten Phase einen Feldtest, bei der tatsächlich im realen McDonald's in Österreich in den Filialen für eine Zeit von ein paar Wochen diese drei vielversprechendsten Burger verfügbar sind und man am Ende quasi, wenn man den Burger gekauft hat, einen QR-Code bekommt, über den man dann eben abstimmen und sein Votum abgeben kann, wie gut dieser Burger war. Ganz am Ende wird der beste Burger gekürt und der Sieger wird bekannt gegeben. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es die 10 besten Burger auf einer Homepage. Einer davon ist der Chili Con Burger. Der Chili Con Burger ist, wie der Name schon sagt, schön scharf. Schon das Brötchen ist mit Chili, dann ist Chipotle-Sauce mit drauf, Chili-Käse, Hackfleisch, Jalapenos, Tortilla-Chips, gegrillte Zwiebel, Tomaten und noch ein paar andere Sachen. Alles schön scharf. Nicht jedermanns Sache, aber wenn man es scharf mag, ist der Chili Con Burger sicher eine gute Wahl. Ist das denn wirklich erfolgreich? Wie gesagt, in 2020 gibt es das in Deutschland nicht, aber in Deutschland hat McDonald's das auch schon ein paar Mal vorgestellt und durchgeführt. Und ich habe jetzt hier ein paar Zahlen dabei. Im Jahr 2011, erstmalige Durchführung, gab es immerhin 116.000 Kreationen und 1,5 Millionen Votes. Also 1,5 Millionen Mal wurde über einen dieser Burger abgestimmt. Im Folgejahr 2012 hatten wir dann schon 330.000 Kreationen und knapp 5 Millionen Votes. Da gab es ein paar Jahre Pause. Auch wichtig, wenn man das jedes Jahr macht, dann nutzt sich die Neuigkeit ab. Dann würden die Teilnehmerzahlen zurückgehen. Deswegen ist es auch ganz sinnvoll, zwischendrin ein bisschen Pause zu machen. Deswegen 2015 dann das nächste Mal mit immerhin knapp 190.000 Kreationen und vor allem mehr als 17 Millionen Votes. Tatsächlich dauerhaft ins Programm gekommen ist keiner der Gewinner aus dem Programm. Aber allein schon an der Anzahl der Votes und wenn du mal danach googelst, McDonald's, mein Burger, siehst du, dass das in der Presse durchaus sehr gut ankam. Das heißt, die Werbewirkung des Wettbewerbs ist auf jeden Fall groß. Und nebenher ist es bei McDonald's ja ganz üblich, dass es eben Aktionswochen gibt, in denen man dann eben spezielle Burger kreiert. Zum Beispiel eben die Hüttenwochen gibt es, glaube ich, immer noch jedes Jahr. Damit sind wir am Ende des Videos. Was hast du gelernt? Erstens, Open Innovation ist die Öffnung des Innovationsprozesses von Organisationen. Zweitens, das bedeutet die strategische Nutzung der Außenwelt zur Steigerung meines Innovationspotenzials. Und drittens, Ideenwettbewerbe wie zum Beispiel der von McDonald's sind ein schönes Beispiel für Open Innovation.